Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu Diablo 4, da demnächst das DLC bzw. im Oktober das DLC erscheint und ich die Story noch einmal spielen wollte, habe ich mir gedacht, wir werden uns das Ganze nochmal anschauen. Wir haben aktuell den Druiden, die Jägerin, den Zauberer, den Totenbeschwörer und die Barbarin, also den Barbar in dem Fall zur Verfügung. Und ich habe mir gedacht, wir starten einen neuen Durchlauf. Wir haben im ersten Durchlauf haben wir den Totenbeschwörer genommen, sind nicht ganz so gut vorangekommen wie eigentlich erhofft. Deswegen würde ich dieses Mal die Jägerin wählen. Wir spielen einen, ja, männlichen oder weiblichen Charakter. Wir haben damals einen männlichen gespielt, deswegen würde ich jetzt einen weiblichen Charakter spielen. Wir können mal gucken, wir können uns das Ganze noch so ein bisschen anpassen. Können wir auch einen Feinschliff machen? Ja, also wir könnten das Ganze nochmal separat anpassen, sehe ich gerade. Wobei mir die Variation eigentlich bisher am besten gefällt. Was haben wir hier? Gesichtsvariationen. Ich muss mal gucken. Mir hat man auch empfohlen, ich solle doch mal mit Controller spielen. Das wäre doch ein sehr großer Unterschied. Und wäre etwas besser oder angenehmer zu spielen. Deswegen teste ich das Ganze mal aus. Schöne rote Augen zu Beginn. Direkt in Diablo kommt natürlich sehr gut. Ja, die schwarzen sind ein bisschen creepy. Also bleiben wir bei rot. So, Haare. Was haben wir denn hier schönes? Pferdeschwanz. Kann ich den Charakter drehen? Ja, wir können mal so ein bisschen hier durchgehen. Katze machen wir nicht. Normalerweise, ja, die wären auf jeden Fall zu lang. In so einer Apokalypse, also da schon kurze Haare. Ja, das wäre eigentlich auch noch ganz cool. Das würde auch noch gehen, das sind kurze Haare. Ja, gute Frage, ne? Was sind wir denn da? Ich weiß gar nicht, ob die in den Zwischensequenzen angezeigt werden, weil ich finde das ganz cool mit dem der Frisur. Ich würde schon fast sagen, wir nehmen die hier. Gesichtsbehaarung, breiter Stich. Achso, das sind die Augenbrauen oben. Es sieht auch so aus, als wären die nicht ganz dargestellt, ne? Dünner Grat, trockene Würste. Was sind das für ein Name? Massiver Schatten? Ja, komm, nehmen wir den massiven Schatten. Oh, Haarfarbe können wir uns auch anpassen. Jetzt muss ich natürlich nochmal gucken hier, was da am besten passt. Das sieht eigentlich auch gar nicht so schlecht aus von der Frisur her. Wobei ich das ganz gut finde hier. Das ist mir halt einfach zu lang von der Haare her. Ich will jetzt mit... Ich will jetzt bei dem bleiben. Wir nehmen das hier. Passt irgendwie besser zu dir mit der Strähne, finde ich. Obwohl, das hat auch so ein bisschen was Interessantes an der Stelle, ne? Mit den... Ah, schwierig. Charakter erstellen sind bei mir immer schwierig. Wir bleiben jetzt bei dem. So. Kann ich denn sonst noch was ändern hier? Was habe ich denn hier sonst noch so farbentechnisch? Das sind halt so Mixfarben in dem Fall, ne? Aber ich glaube, wir bleiben hier bei dem hier mit dem Schwarz-Rot. Das ist dann doch eher meins. So, dann gehen wir mal eins weiter. Schminke haben wir hier noch. Also ich kann sogar vom Charakter wegzoomen. Ne, wir wollen mal ran. Wie gesagt, ich spiele jetzt das erste Mal jetzt mit Controller. Das hat auch so was Interessantes mit dem Roten unter den Augen. Das wäre auch nicht schlecht. So, Schmuck gehen wir mal direkt von Anfang an durch. Deswegen gucke ich da gerade nicht hin. Achso. Rand der Bemalung. Ach, das ist für unten. Ja, dann muss ich gucken. Ja, frisches Blut passt natürlich. Gelb. Da müsste ich gucken. Da würde ich schon vielleicht das Rote nehmen. So, Schmuck. Ich muss ehrlich gesagt sagen, Schmuck bin ich nicht so der Freund von. Klimpert zu viel. Ob es nachher irgendwo hängen, hast du natürlich das Problem. Eine Halskette wäre vielleicht doch ganz okay, aber sowas. Na, du sollst dich rauszoomen. Du sollst da bleiben. Ja, ich glaube, dann lassen wir den Schmuck einfach weg. Aber ich finde das mit der Schminke. Da würde ich mir wünschen, dass man das hätte auch separat anpassen können. Da sind schon geile Sachen mit bei, ne? Man muss sich schon so sagen. Generell haben Charaktere bei mir meistens immer irgendwelche Schminke im Gesicht. Aber ich finde das doof, dass wir die Lippen zum Beispiel nicht anpassen können. Oder ist das mit drin? Rüstung anzeigen? Das ist aber mit und ohne Rüstung. Die Rüstung wird ja nachher im Laufe des Spiels ja eh geändert, von daher. Nehmen wir erstmal das. Wir müssen mal gucken mit der Bemalung. Was haben wir denn hier? Ach, das ist gar keine. Das könnte so ein Jäger sein. Das sind so Pfeile. Knochen.
Wäre eher was für ein Barbar. Ich glaube, wir nehmen eher das hier. Da steht es im Gleichgewicht und sowas. Hier gibt es sehr viele verschiedene, ne? Oder sind wir schon einmal durch? Ne, wir sind jetzt durch. Ja, ist die Frage, was nehmen wir denn jetzt, ne? Wobei ich das mit dem Pfeil nehmen würde. Wobei das mit dem einen, mit dem Symbol auch nicht verkehrt aussah. Das hier. Und du siehst aber halt nicht viel davon, ne? Weil der Charakter halt, ja, weil es quasi bei ihr über die Oberweite in dem Fall geht. Könnte man so ein bisschen dunkler machen eigentlich, wenn das gehen würde. Jetzt so gucke mit Rüstung. Ihr habt das übrigens auch im Gesicht, sehe ich gerade, ne? Dann müssen wir wahrscheinlich doch nochmal die Frisur ändern. Ich und Charaktererstellung ist es übrigens sehr schlimm. Hat man, glaube ich, schon gemerkt. Jetzt passt das mit den Sachen nämlich nicht mehr. Obwohl, das könnte man auch nehmen. Sieht man das Ganze noch so ein bisschen. Siehst du das mit dem Symbol oben nicht, ne? Siehst du das eine Auge halt auch nicht. Das hat sowas, ja, Verbotenes irgendwo, ne? Weil wenn du das eine Auge nicht siehst und dich jemand so anguckt, ich sag mal, gehst irgendwo, jemand kommt so auf dich zu. Dann denkst du auch so, wow, Bro, was ist los? Bleib mal locker. Wie gesagt, das ist zu lang, das finde ich jetzt nicht so schön. Aber das hat es eigentlich auch nicht schlecht. Ich glaube, wir könnten den hier auch nehmen. Ich weiß gar nicht, wie mein damaliger Char aussah. Weil siehst du das mit dem Kreuz nicht. Ich glaube, wir bleiben doch bei dem. Ja, wir bleiben bei dem. So, ansonsten, wie ist das mit der Farbe? Das ist ein bisschen heller, ne? Ich würde schon bei dem dunkleren, glaube ich, bleiben. Dass ein bisschen abgedunkelt ist. Das ist eher so lila, ne? Doch, ein Tattoo. Also, es sieht eigentlich ganz okay aus. Es sieht ganz gut aus, glaube ich. So, Schmuck lassen wir weg. Schminke. Gucken wir nochmal eben durch, ob wir irgendwas finden, was da passend aussieht. Ja, ich will ja nicht zu viel von den anderen Sachen verdecken. Wobei das auch was hätte. Ja, Charakterstellung ist bei mir immer sehr schwierig. Wir können mal gucken, wenn wir die Pfeile nehmen. Was hat sie dann im Gesicht? Dann hat sie so einen Pfeil im Gesicht. Schmuck wollte ich doch gar nicht. Ich wollte gucken wegen der Schminke oben. Wie das irgendwie dann sticht. Könnte man auch machen. Was aber dann nicht mit der Bemalung. Und steht auch nicht bei, was das ist für eine Bemalung, ne? Was die Bemalung zu sagen haben in dem Fall. Nehmen wir das hier. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Gut. Fertigstellen. Hardcore. Kampagne überspringen. Nein, wir wollen halt die Kampagne haben. Season 4. Nein, wir wollen gar keine Season spielen. Ich möchte eigentlich nur ganz normalen Char spielen. Genau, wir wollen die normale spielen. Also nicht keinen Season-Charakter, sondern einen normalen Charakter. Season wollte ich jetzt nicht unbedingt spielen. Wir spielen Weltstufe 1. Ich habe mir auch einen Guide schon rausgesucht zum Leveln. So. Und dann gucken wir mal. Schon lange her, wo ich das gespielt habe. Ich hoffe, dass die Musik auch laut genug ist. Sanctuario war nie für die Menschheit bestimmt. Die Welt wurde als Zuflucht vor dem Krieg zwischen den hohen Himmeln und den brennenden Höllen geschaffen. Doch stattdessen wurde sie nur zu einem weiteren Schauplatz dieses ewigen Konflikts. Ein Geheimbund namens Horadrim hat die Sterblichen beschützt. Doch nun ist dieser einst mächtige Orden nur noch ein Schatten seiner selbst. Und die uralten Schöpfer Sanctuarios sind zurückgekehrt, um die Herzen der Menschheit für sich zu beanspruchen. Dies ist die Geschichte ihres Niedergangs.
Ich sollte mir eine bessere Zuflucht suchen, bevor ich erfriere. Ja, echt, in so einer Höhle ist das nicht so schön. Okay, A-Taste haben wir schon mal Angriff. X habe ich noch nichts. Ich spiele halt komplett von vorne. Das heißt, so als wäre, würde jemand das Spiel gerade erst gekauft haben und hat noch nichts freigeschaltet in dem Fall. Ne? Also ich habe jetzt hier schon... Obwohl, warte mal, ich habe doch hier schon ein paar Sachen freigeschaltet. Was ist das hier? Stützpunkte. Kann ich schon schnell reisen und sowas? Die ganze Karte ist ja schon offen. Und mir werden die Altare schon angezeigt. Okay, mir werden gewisse Sachen schon angezeigt. Das finde ich schon mal ganz gut. Ich habe ja schon mal gespielt. Also stimmt das nicht ganz, was ich gerade gesagt habe. Das ist so ein PvP-Bereich. Unentdeckt. Ja, also wir können auch nicht schnell reisen. Ich weiß auch nicht, was da heute hinzukommt. Man sieht, ich habe auch noch nicht alles entdeckt. Wir werden in den Durchlauf ein bisschen entspannter hier rangehen. Und mal schauen, wie es so ist. Normalerweise müsste man den Altar von Lilith jetzt erstmal entdecken. Der müsste hier irgendwo dann auftauchen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe den Schurken schon mal angespielt. Da fand ich ihn ganz nett, aber dann wieder aufgehört. Das war alles relativ früh zu Release. Deswegen werden wir mal schauen, wie weit wir kommen. Deswegen habe ich auch direkt erstmal auf Stufe 1 angefangen. Weltstufe ist eigentlich nur der Unterschied, dass die das stärker sind und wir schneller leveln. Ja, warum sollen wir uns da durchprügeln, wenn wir auch auf Level 1 spielen können? Und das Ganze etwas entspannter angehen können. Kann ich nicht schneller laufen? Hier kann ich schon mal mich... Okay, was habe ich hier? Das ist LBs Heiltränke, alles klar. Werde ich wahrscheinlich nicht so schnell brauchen. So, ansonsten, ja. Wir werden auch einige Nebenmissionen mitmachen. Ich muss mal gucken, was ich in den Titel schreibe. Ich weiß auch noch nicht, wie lange die Folgen werden. Das hängt davon ab, wie viel Zeit ich habe. Und dann schauen wir mal weiter. Suche Obdach in der nahen Stadt. Ich hoffe, dass der Ton nicht zu leise ist. Überall Reißzähne in der Dunkelheit. Ja, er hat mich gebissen. Vorsicht, er ist wild. Man kann übrigens die Farbe anpassen. Wenn euch das mit dem Orangen nicht so gut zusagt, dann sagt mir gerne Bescheid, dann ändere ich das Ganze. Was geht es euch an? Oswin, seid still. Es tut mir leid, Wanderin. Ihr kommt zu einem schwierigen Zeitpunkt. Dieser Verrückte ist einfach in die Stadt getorkelt und hat Ärger vom Zaun gebrochen. Dämonen aus den Ruinen. Töten uns alle! Töten uns alle! Ruinen? Wovon redet er? Kommt, ich erkläre es euch. Etwas Böses regt sich in den Ruinen im Norden. Der arme Mönch dort muss hineingegangen sein. Selbst ein heiliger Mann wie er wurde von dem, was er sah, in den Wahnsinn getrieben. Wir werden für ihn tun, was wir können. Vielleicht muss er aber erst mal im Schuppen bleiben. Er hat versucht, Oswins Finger abzubeißen. Ah, unsere kleine Stadt ist nichts Besonderes. Aber sie ist unser Zuhause. Tut mir leid, es ist etwas eng. Immer noch besser als eine Höhle. Könnt ihr uns vor dem beschützen, was dort draußen lauert? Wir können uns an niemanden sonst wenden. Ich werde töten, was auch immer in den Ruinen haust, bevor es mich töten kann. Wirklich? Oh, vielen Dank. Die Synchronstimme von unserer Jägerin kommt mir sehr bekannt vor. Elenta ist im letzten Winter etwas taub geworden. Ihr müsst vielleicht etwas lauter mit ihr sprechen. Okay, wo habe ich da aber keinen Angriff mehr, ne? Es ist total bekloppt, okay. Und damit können wir angreifen, okay. Den würde ich aber dann, naja, müssen wir mal gucken. Ich habe ja keinen normalen Angriff mehr, ne? Das heißt, ich kann jetzt nicht angreifen. Doch, ich habe den Herzsucher. Da muss ich auch mal kurz gucken. Den will ich mir eigentlich auf A machen.
Und den mache ich mir auf. Den mache ich dahin. Das heißt, ich habe im Endeffekt meine Nahkampfwaffe quasi, also meinen Nahkampfangriff gegen den Bogen gewechselt. Alles klar. Ich muss mich da auch erstmal selber reinfinden. Also ich, für mich ist das jetzt auch gerade neu, mit Controller zu spielen. Und dann noch eine Klasse, die ich jetzt erst einmal gespielt habe. Es ist nämlich ein Levelbild, den ich jetzt rausgesucht habe, bis Level 50. Also ich weiß nicht, ob 50 jetzt Maximum ist. Und wie es danach weitergeht, aber ich würde halt relativ viel mitnehmen von der Story. Und auch viele Nebenmissionen mitnehmen, damit wir es gegen Lilith nachher einfacher haben. Jetzt habe ich neue Sachen bekommen. Werden die automatisch ausgerüstet? Muss ich gleich mal gucken. So, Rüstung. Stufe 3. Cool. Guck jetzt nicht nach den Fähigkeitspunkten. Das mache ich später. Dämonen in der Nähe. Armbrust, nett. Jetzt weiß ich nur nicht. Ich glaube, die jetzt dadurch schneller angreift oder nicht. Ja, Level gucke ich später nach. Das mache ich jetzt nicht. Das sind wieder so Spezialgegner, erhöhtes Leben. Okay, ich level aber ganz schön schnell hier, meine Güte. Aber ich denke mal, das wird sich nachher auch ändern. Sobald man höher ist, machen die auch wesentlich mehr Damage. Das müsste man im WoW auch anführen, wenn du Loot hast, oder ne, wenn die das die Gegner Loot fallen lassen. Dass du einfach, obwohl das wird wahrscheinlich zu viel sein mit dem Server. Oder dass der Loot halt direkt in deine Tasche kommt, dass er den nicht unbedingt looten muss. Yeah, wir haben was Gelbes bekommen. Nice. So, was haben wir jetzt hier Schönes? Sieht aber schon sehr stylisch aus, ne? Mit den beiden Waffen, vor allem die Anfangsrüstung gerade und jetzt das. Wir sind einmal rumgelaufen. Habe ich eine Karte? Ja, habe ich. Ich müsste geradeaus durch. Wir können sogar ausweichen. Okay. Ich habe das Tutorial übrigens immer noch an. Müssen wir jetzt erstmal auch mit der Steuerung ein bisschen dran gewöhnen.
Da ist er, unser Boss. Ups, oder? Das hättest du mal gern. Und da haben wir Hackfleisch aus ihm gemacht. Sehr schön. So, was habe ich hier noch bekommen? So, ich würde jetzt aber eben kurz in die Fähigkeitspunkte gehen. So, wir haben jetzt verbesserter Speer. Den habe ich auf 5. Speerfeuer, das ist Schnellfeuer. Speerfeuer habe ich. Verschleierung als nächstes. Okay, wo finde ich Verschleierung? Was ist das hier? Täuschen. Macht euch unsichtbar. Geht 5 Sekunden lang in fortgeschrittene Form von Verstohlenheit. Okay. So, dann haben wir das auch eben gemacht. Ihr seid zurück. Die alten Ruinen sind sicher. Eurem Dorf droht keine Gefahr mehr. Wirklich? Ha! Beim Licht! Ihr wurdet vom Himmel geschickt. Oh, es tut mir leid, aber wir haben kein Geld. Dafür haben wir heißen Eintopf, gute Gesellschaft und... Bleibt auf ein Getränk. Spült den Eintopf damit herunter. Es wäre uns eine Ehre, wenn ihr uns Gesellschaft leistet. Auf unsere Retterin! Mm-hmm.
Beim Blut der Mutter. Beim Körper der Mutter. So. Werdet ihr ihre Herrlichkeit bezeugen? Bevor ihr sterbt. Ist noch nicht so weit. Sie kommen! Das ganze verdammte Dorf! Aufstehen! Steh auf! Wir müssen uns den Weg freikämpfen! Da! Ergreift sie! Möge das Licht uns schützen! Ja, da haben sie uns einfach verraten. Was soll man dazu sagen? Wir gehen erstmal ins Inventar und wechseln unsere Waffen mal aus. Schade, das ist nicht besser. Obwohl, wir haben ja schon was auf der Position. Obwohl, was hast du denn für Werte? Geschicklichkeit, was haben wir denn? Können wir das vergleichen? Ja. Geschicklichkeit würde Plus geben auf jeden Fall. Dann nehmen wir das doch auch. Gehen also mal ein bisschen auf die Werte, weil es ist ja grau, deswegen kann man das ruhig tauschen. Habe ich noch irgendwas in... Ne, das Gelbe habe ich ausgerüstet, alles klar. Gesegnet wie wir. Das waren alle, wenn es das Licht so will. Wahnsinnig. Diese Ketzer haben mich betäubt, als ich von den Ruinen zurückkehrte. Genau wie euch. Ich kam wieder zu mir und floh. Ich versuchte, in die Kapelle zu gelangen, aber sie war verschlossen und... Welch Übel ist das? Blüten? Aus Blut? Sie müssen sie mir gegeben haben. Ein blasphemisches Ritual. Wie haben Sie davon erfahren? Vielleicht liegt die Antwort in der Kapelle. Sie haben sie aus einem guten Grund abgeschlossen. Diese Frau, die sie angeführt hat, könnte den Schlüssel haben. Belohnung eines Helden, ja, genau. Blutblüten. So wie die, die mir eingeflößt wurden. Ist das echt? Schändlich.
Unser Vater hat euch einen Pfad der Erlösung aufgezeigt. Und trotzdem kommt ihr bei jeder Gelegenheit davon ab. Ihr zecht und zockt. Ihr begehrt und stehlt. Schändlich. Sünde ist ihr Geburtsrecht. Meine Kinder, die Herrscher der Hölle, wollen unsere Welt verschlingen. Die Erlösung liegt nicht im Licht, sondern in euch. Glaube lehrt euch, das Verlangen des Herzens zu verleugnen. Er hat euch zu Gefangenen in euch selbst gemacht. Sprengt eure Ketten und erkennt, wozu ihr bestimmt seid. Sprengt eure Ketten und erblüht in freiester Sünde. Kind in diese Welt gebracht. Geh zur Trockensteppe und setz deine Vorbereitungen fort. Nun beginnt unser wahres Werk. Ah, ihr seid zu euch gekommen, dem Licht sei Dank. Ich habe den Dorfpriester gesucht. Er hat keine Zehntabgaben mehr geschickt und ich wollte wissen, warum. Als ich mich dem Dorf näherte, spürte ich eine Dunkelheit rund um die Ruinen. Also sah ich nach. Ich fand die Leiche des Priesters. Dämonen. Dumm wie ich war, suchte ich Zuflucht in Nevesk und aß ihr Essen. Den Rest kennt ihr. Ihr seid dort drin zusammengebrochen. Ich dachte, die Dunkelheit hätte euch verschlungen. Ich habe euch hierher geschleppt und diesen verfluchten Ort niedergebrannt. Was ist euch dort zugestoßen? Ich sah eine Vision. Ein gehörnter Dämon. Sie sagte, die Herrscher der Hölle nahten heran. Sie wollte den Menschen dabei helfen, zu überleben. Helfen. Sie nannte sie ihre Kinder und sie begrüßten sie wie eine Mutter. Mutter? Nein, das kann nicht sein. Ich muss der Kathedrale Bericht erstatten. Hör zu, im Osten befindet sich ein Eremit, ein Mann mit fragwürdigen Loyalitäten, aber er kennt das Verbotene. Er könnte nützlich sein. Bringt ihn zur Kathedrale in Kjovashat, dann werdet ihr die Gunst des Lichts erhalten.
Dann schauen wir mal. Haben wir noch einen Fähigkeitspunkt bekommen? Nein, haben wir nicht. Okay. Was haben wir denn hier? Hier haben wir, glaube ich, noch einen Dungeon, ne? Eiskalter Keller, Stufe 5. Suche nach Antworten. Ich gucke gerade. Das könnten wir noch mitnehmen. Obwohl, ja, wird von der Zeit ein bisschen knapp. Weil gleich der Stream ist. Deswegen würde ich jetzt hier stehen bleiben. Mich bedanken schon mal fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge oder auch im Livestream. Bis dahin. Ciao.